Willkommen zu einem ganz anderen Video, denn heute machen wir etwas, was wir schon sehr lange nicht mehr gemacht haben, und zwar ein Opening, um genau zu sein, Blazing Vortex. Ja, das neue Hauptset kommt bald raus und ja, wir können es hier schon bereits früher öffnen und wir haben hier nicht nur eins, nein, wir haben hier zwei, denn eins dieser beiden könnt ihr gewinnen, denn ich verlose einfach ein Display. Wie das Ganze funktioniert, schaut einfach mal bei meinem letzten Video vorbei, oben beim i, da könnt ihr einfach mal gucken, dort ist das Video verlinkt und dort kann man eben dieses Display gewinnen. Also, falls ihr eins haben wollt, schaut euch das andere Video an. Aber kommen wir jetzt heute zu dem Blazing Vortex Display und ja, wir öffnen das Ganze hier mit der schönen Technik natürlich, muss sein und Verpackung macht schon was her. Bewaffnet und gefährlich. Ja, gefährliche Karten sind hier definitiv drin. Hier sind nämlich sehr, sehr spielstarke Karten drin. Ja, wie immer, 24 Booster. Pro Booster 9 Karten. Hat sich nichts geändert und das Ganze will hier gerade nicht. Wir sind ein bisschen ungeschickt. So, wir fangen an mit der linken Seite und dann machen wir einfach weiter mit der rechten Seite. Und ja, so, wir haben hier schön die Karten. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir was Schönes ziehen. Hier gibt es sehr, sehr, sehr coole Karten auf jeden Fall drin. Und wir gehen mal hier ein bisschen rein und gucken uns das Ganze an. Und Pink Ojama, auch cool. Ojama, Metal Force, also ihr merkt schon hier, was die Themen dieses Sets sind. Und sagenhafte Support, Synchromonster, auch sehr cool. Sagenhafte Support, viele haben sich's gewünscht. Hier ist es dementsprechend drin. Und sehr, sehr cool. Legt mal auf jeden Fall hier die Super Rare raus. Kommen wir gleich zum nächsten. Und ja, natürlich, wie man sieht, ist halt, bewaffnete Drache allgemein hier ein Thema. Und, ich wollte noch sagen, die Göttin wollen wir ziehen. Und ja, hier haben wir Unterweltgöttin der geschlossenen Welt, die einfach uns erlaubt, gegnerische Monster wegzulinken. Das einzige Negative per se an dieser Karte ist, dass sie eben 4 plus Effektmonster braucht. Sonst eine sehr, sehr spielstarke Karte und sehr, sehr cool. Link 5, ich würde sagen sogar das erste Link 5 Monster, was sogar echt gespielt werden wird. Also hier unser erstes Secret Rare. Sehr, sehr geil hier natürlich. Und machen wir das Ganze hier weiter. Wir haben hier Erzunterwelt dann nochmal Support. Und sagenhafte. Sagenhafte, wie gesagt. Sagenhafte hier haben wir. Metal Force haben wir. Und wir haben natürlich auch noch bewaffneter Drachen-Support. Ich hoffe, wir sehen davon etwas. Und wir haben natürlich noch ganz andere Karten hier. Aber ich will nicht so viel vorwegnehmen. Metal Force wieder. Sehr, sehr cool hier auf jeden Fall. Dass wir hier auch einfach Metal Force Support haben. Und da, bewaffneter Drache Donner. Level 3. Artwork-technisch sehr, sehr cool. Mag ich sehr. Sehr cool. Also hier für die bewaffneten Fans, beziehungsweise Chess-Fans, Chess it up, sag ich nur. Sehr, sehr geil. Bisher sehr cool. Ah ja, genau. Alte Krieger, ebenfalls hier, kriegen nochmal richtig coole Karten. Und da haben wir sie, die Kriegsfelskarten, die ich auch bereits vorgestellt habe im letzten Video. Falls ihr eben, wie gesagt, alle Karten davon sehen wollt, schaut doch einfach mal mein letztes Video an. Dort werden nochmal alle bekommen. Ist halt neues Deckthema, was ziemlich interessant ist, eben auf Krieger Erde basiert. Und ja, mal gucken, kommt in Zukunft sicher nochmal das ein oder andere an Support. Komm, also ich meine, jetzt mal ehrlich, das ist schon sehr süß. Also Schon sehr süß. Also, schon gespoilert. Metal Force, auch cool. Scale 1, sehr, sehr nett. Nochmal sagenhafter. Schon zwei hier. Sehr cool. Ich finde auch cool bei sagenhafte Feuerprobe. Auch wieder für Kriegsfels. Ich finde bei Kriegsfels cool, dass sie gar nicht so hohe Raritäten haben. Man muss natürlich sagen, bei sagenhafte, also Stufe 6 ist schon gut, ne? Stufe 6 passt sehr gut zu sagenhafte. Ist sehr, sehr passend fürs Thema natürlich. Dann haben wir nochmal sagenhaften Support. Also wie gesagt, sagenhafte habt ihr hier auf jeden Fall drin. Und oh ja, bewaffneter Drache Level 10. Weiß. Alter Schwede. Alter, wir haben hier richtig bewaffnete Drachenkarten hier. Mal gucken, ob wir... Ah komm, wir ziehen noch das Covermonster, oder? Wir wollen das Covermonster. Doch. Doch, doch. Geil. Sehr cool. Bewaffneter Drache. Oh, geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Traumspiegel übrigens hier auch nochmal, Support drin. Sagenhafte und alte Krieger sagen halt. So, dann, wir haben hier schon gleich die Hälfte.
Schon fast gespoilert. Die Hälfte. Wir haben hier noch eine sehr, sehr gute Karte, die ich eigentlich auch gerne ziehen würde. Oh, nochmal bewaffneter Drache. Sehr schön, sehr schön. Oh ja, bewaffnete Drachen. Komm, ne, wir schaffen das. Chess, Team Chess. So, let's go. Und zwar, es gibt hier eine sehr, 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 sehr coole Zauberkarte drin und auch eine sehr, sehr spielstarke, und zwar die Psi, der Psi-Löschlaser. Und die Karte, Leute, ich sag's mal so, ne, könnte eine neue, oh mein Gott, okay, also könnte eine ziemlich gute Staple werden, aber jetzt hier himmlische Sophia, oh, Miradora, Alter, geil, ja, countert hier halt Handtraps aus. Sehr schön. Alter Schwede. Krass. Ja, super. Schön. Schön, schön, schön. Boah. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen sprachlos. Machen wir weiter. Denn wir haben hier noch einige Booster. Und wir wollen noch bewaffnete Drachen ziehen. Und vielleicht Psi-Löschlaser. Metal Force neu. Ist auch cool. Sehr, sehr gut. So. Ja, wie gesagt, Kriegfels. Sehr interessanter Archetype. So. Wir haben ja noch 4 Booster auf der einen Hälfte. Haben dann aber immer noch 12 Booster auf der anderen Seite. Sagen auf das Support. Wie gesagt, hier. Ja, also ist ein sehr interessantes. Oh ja. Würm hier auch nochmal. Oh ja. Virtualwelt, ne? Leute. Virtualwelt. Gerade auf jeden Fall. Sehr viele spielen dieses Deck zurzeit. Sehr gutes Deckthema. Und hier nochmal ein bisschen Support. Auch nice. Also, ihr seht schon, wir haben hier sehr viele Support-Karten. Für Ojama zum Beispiel. Und oh mein Gott. Da haben wir gleich. Oh mein Gott, 3 Phasen-Pack-Dämon. Ja, okay, ne? Da nehmen wir mit. Und ich muss ehrlich gestehen, ich kenne die Karte noch nicht, weil ich nicht wusste, dass sie hier drin ist. Ein Synchro-Monster, ein Exit-Monster und ein Link-Monster. Klingt nach einem sehr guten Super-Poly-Target. schon mal sehr cool. Ja, ne? Schönes Feldbrechen. Ist, glaube ich, hier drin. Einmal, solange diese Karte als Fusionsbeschwörung beschworen wird, Karte offen auf dem Spielfeld liegt. Du kannst Lebenspunkte in Vielfachen von 2000 zahlen und für jeden 2000 Lebenspunkt einen der folgenden Effekte ausführen. Okay, krass. Okay, 2000 Lebenspunkte? Kosten ist okay. Für einmal 2000. Füge deiner Hand eine Zauber-Feierkarte von Friedhof hinzu. Alter, einfach mal recyceln vom Friedhof. Krass. Bei zweimal zerstöre 3 Karten, die dein Gegner kontrolliert. Okay, nicht Targeting. Auch krass. In diesem Spielzug erhält diese Karte ATK in Höhe der Hälfte der Differenz zwischen deinen Lebenspunkten und die deines Gegners. Okay, die Differenz, da wir hier für 6000 Lebenspunkte gezahlt haben, auch sehr, sehr strong, definitiv. Zusätzlich können deine anderen Monster nicht angreifen. Das ist fair, glaube ich. Alter. Krasses Super-Poly-Target. Und krass, also gute Karte. Wie gesagt, ich war jetzt ein bisschen überrascht, kannte die Karte gar nicht. Und krass. Also, Alter, das ist ja mal super gute Super-Poly-Target-Karte. Hier, sehr, sehr schön. Also, Artwork-technisch, nice. So, wir haben jetzt hier das letzte Booster auf dieser Hälfte. Und dann haben wir noch komplett die andere Hälfte. Wir haben schon ziemlich, ziemlich gute Karten hier. Vor allen Dingen haben wir schon 2 Ultra Rares und 2 Secret Rares und Brigade. Natürlich hier auch nochmal, darf nicht fehlen, Brigade Support. So, dann haben wir die komplett andere Hälfte noch. Und ich muss sagen, Alter, ich meine, die 2 Secret Rares schon mal sehr geil. Die 2 Ultra Rares auch sehr, sehr geil. Aber kommen wir gleich nochmal zu. So, jetzt kommen wir erstmal zur nächsten Hälfte hier. Und da haben wir. Sieht cool aus, Artwork-technisch. Auch sehr, sehr cool. Und Sternzeichen-Gundler. Ja, Sternzeichen hier. Sehr, sehr cool. Gutes Lobs, nochmal Kriegsfels. Ich bin gespannt, ob wir von Kriegsfels nochmal hier ein bisschen mehr sehen. Vielleicht noch eine Holo, das wäre ja ziemlich cool. Dann haben wir Fusion, Ritual und auch hier nochmal vom neuen Deckthema hier ebenfalls die Zauberkarte dazu. Ja, beim neuen Archetype, also jetzt hier, man wird sehen, aber Metal Force natürlich hier, ich glaube, ja,
Ihr merkt schon, ne? Also hier ist für jeden einfach was dabei. Sogar für Digitalkäfer. Also ich meine, hier ist wirklich für jeden was dabei. Nochmal hier Kit. So. Cool. Und nochmal jetzt unser Stab. Also, wer hier nichts findet, da weiß ich auch nicht. Es ist einfach, ja, Ujamaa. Also, hier hat man wirklich Windhexe. Also, ich meine, oh mein Gott. Und Traumspiegel. Oh yeah. Also, Beschwörungsbedingungen halt super einfach. Einfach zwei Traumspiegelmonster mit unterschiedlichen Eigenschaften. 3000, 3000 Stats. Ziemlich, ziemlich cool. Ja, wer Traumspiegel nicht kennt, funktioniert halt eben mit zwei ja, Spielfeldzauberkarten. Und ja, ist cool. Also, wie gesagt, ich will eigentlich noch zwei bestimmte Karten ziehen. Oh, da haben wir. Ebenfalls neuer Archetype. Ja, habe ich auch vorgestellt. Und wie gesagt, das war noch lange nicht alles. Da kommt noch auf jeden Fall einiges auf euch zu. An neuen Karten. Bisher sind nur zwei bekannt. Mal sehen, ob sich das in Zukunft noch ändern wird. Also wie gesagt, garantiert. Also als ob ein Archetype nur aus zwei Karten bestehen würde. Machen wir hier weiter. Metalforce. Ich finde es cool, dass der hier ziemlich oft drin ist. Windhexe. Und oh! Oh ja. Endlich Support ist nämlich auch noch hier drin. Und ja. Siebenstädte des goldenen Landes. Oh mein Gott. Ja. Fusionskarte. Ja, endlich kann jetzt auch fusionieren. Oh mein Gott. Also ich weiß gar nicht hier. Gar keinen Platz, um alle Karten zu zeigen. Endlich hat hier nämlich auch eben Support drin. Und wie gesagt, ja, sieht sehr, sehr geil aus. Muss ich nochmal hier. Nochmal hier, also. Ja, Artwork-technisch. Auf jeden Fall eben hier eine 10 von 10. Und dann haben wir hier nochmal. Ja. Zweite. Auch ganz gut. So, wir haben noch 5 ganze Booster. Mal gucken. Wir haben auf jeden Fall noch was offen. Bin gespannt. Komm. Oh, großes Sandmeer. Auch cool. Feldveränderung. Eben, wie gesagt, vom neuen, ja, vom neuen eben Archetype. Auch gut. So, 4. Wir ziehen ja langsam runter. Was haben wir hier noch? Komm. Lass uns bitte noch. Komm, noch einen bewaffneten Drachen oder so. Oh, nochmal? Zweimal? Zweimal gleich die Feldveränderung. So, komm. Noch das dritte. Noch drei Stück. Und drei. Und oh mein Gott. Ja. S-Kraft. Ist cool. Ist cool. Psi hier nochmal. Bekommt eben nochmal auch einen neuen Archetype quasi. Ja. Und ist basiert mit Spalten. Also wie sozusagen die Magnites. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Schade. Keine Psi. Löschlaser. Hätte ich gern gezeigt. Sehr, sehr cool. Aber, hey Leute. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und nochmal. Okay, nice. Also die will ich ja dann, wenn schon, dreimal haben, ne? Komm, dann nochmal hier drittes Mal. Let's go. Komm nochmal ran. Ich will jetzt hier die dritte Version haben. Nochmal sagenhafte. Und wie gesagt, S-Kraft. Und, jo, noch einen bewaffneten Drachen. Damit haben wir drei davon. Sehr cool. Das ist sogar besser für mich persönlich. Einen dritten davon. Ja, nice. Das waren jetzt alle Booster. Ja, wir gucken uns das Ganze natürlich hier nochmal ganz in Ruhe an, was wir hier so schön gezogen haben. Denn wir haben hier einiges gezogen. Wir haben hier halt großes Sandmeer zweimal gezogen. Wie gesagt, neuer Archetype, sehr cool. Traumspiegel Support, nice. Dann nochmal eben hier neue Karten. Succeed, auch sehr cool. Übrigens Level 9, Virtualwelt, freut sich darüber. Und jetzt kommen wir hier, oh mein Gott, da freue ich mich fast am meisten hier drauf. S-Kraft in Ultra-Wear, endlich Support-Karte, auch sehr, sehr cool. Super geiles Super-Poly-Target. Dann nochmal Virtualwelt Support. Wie gesagt, Metalforce hat hier ebenfalls Support bekommen. Sagenhefte ebenfalls. Bewaffnete Drache haben wir sogar drei Level 3 gezogen. Und den Level 10 weiß. Sehr, sehr cool. Sehr nice. Dann haben wir als Secret Rare hier die Unterweltgöttin. Auch sehr, sehr cool. Und himmlische Saphir auch sehr, sehr geil. Und nochmal sagenhafte. Ja, das war das Opening. Wie gesagt, denkt dran, ihr könnt ebenfalls eins gewinnen. Müsst eben bei einem anderen Video gucken, wie ihr teilnehmen könnt. Und ja,
Das war das Opening. Blazing Vortex ein bisschen früher als Release. Ich hoffe, das Opening konnte euch einiges bieten und auch zeigen, ja, wie divers dieses Set einfach ist. Und ich würde sagen, dann euch noch viel Spaß beim Duellieren und bis bald.